Hallöchen hier, der Nale4 und willkommen zurück bei Fallout 76, wo es weitergeht hier bei der Feuerwache Charleston. Ja, und der Quest Das fehlende Glied, wo ich mich jetzt diesbezüglich auf den Weg wohin machen muss. Genau, nach hier oben. Okay. Also ich bin hier unten. Gut, ist ein Stückchen zu laufen, aber ich denke mal, wenn ich mich hier über die 62 dort hochlaufe, komme ich auf jeden Fall hin. Okay, das heißt erstmal Richtung 62 kommen und dann geht das weiter. Okay. Das klingt doch alles nach einem Plan. Mache ich das doch mal so. Okay, dann ist noch ein Supermutant. Da steht er und sagt nichts. Na, Kumpel. Verletzt. Ja, jetzt bist du tot. Alle hopp. So. Okay, heute mal also eine kleine Wanderfolge. Aber auch die muss es ab und an mal geben. Weil wegen Papa-Rüstung. So, wo bin ich denn hier? Hier wäre die Straße. Okay. Wunderbar. Okay, das heißt, ich muss jetzt in diese Richtung quasi dem Spieler hier folgen. Okay. Schaue ich doch mal so, was hier noch auf der Straße so abgeht. Entschuldigung. Genau, mal gucken, natürlich noch das ein oder andere Gebäude mitnehmen. Wäre sicherlich sinnvoll. Was haben wir denn hier? Tollwütige Maulwurfsratte. Riverside Manor. Erstmal entdeckt, sehr schön. Das brauche ich auf jeden Fall später auch noch. So. Weiter geht's hier. So, gibt es hier irgendwas? Tafelmesser. So, und hier irgendwas. Ein Puppenkopf, ein Puppenarm. Nee, jetzt lasse ich alles mal liegen. So, da vorne hier. Ein Mutantenlager. So, jetzt erstmal so Stimpak reinschmeißen. Beziehungsweise Right Away. Dann mal gucken, ob es hier was Interessantes zu finden gibt. Außer Stechflüge. So, da oben ist noch einer. So, töte Gliederfüßler. Okay, ansonsten scheint es hier eine echt ruhige Nummer zu sein. Kate's Terminal. Dein Safe, okay, den kann man ja mal knacken hier. So, Spare. Nasty. Sling. Okay. Gut Glück.
So, was gibt's denn hier? Safe-Steuerung, Schloss deaktivieren. Irgendwo summt und brummt hier noch einer rum. So, was ist denn hier drin? Verstärkt gekocht, Lederrüstung. Super, das klingt gut. Stechflügelerfleisch. Was haben wir hier? Psycho-Mutterbeere. Da liegt noch jemand oben. So, Splittergranate. Yum-Yum-Eier. War leider kein Kern drin, schade. Ich glaube nicht, dass meine Rüstung oder der Powercore so lange durchhält, bis ich da ankomme. So. Kurzes Jagdgewehr. Okay. Also war nicht wirklich viel hier am Start. So, es scheint noch ein Anwesen zu geben. Nehme ich natürlich auch mit. Pam, 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 pam. Sieht aber schön aus hier. Das Torrance House. Okay. Den Augenbot lasse ich mal in Frieden. Muss jetzt irgendwie wieder hier rausfinden. Ja, okay. Und hier anscheinend mal. Schöne Villen hier überall. Ja, aber natürlich gucken, dass ich vom Weg nicht abkomme. Was natürlich schon passiert ist. Okay. Eine Sommervilla. Sehr schön. Erreiche eine höhere Stufe. Fusionszelle. Haarklammer, Rodaway, Stahlschrott. Wunderbar. Sehr schön. Das läuft doch. So, die anderen lasse ich dort mal liegen. Mich zurück auf den Highway. War, glaube ich, da hoch, ne? Genau, da hinten lang. Und dann auch mal gucken, was ich jetzt so Neues bekomme. Okay. In Stärke gibt es den Prügler. Schläge mit Schusswaffen verursachen 25% Schaden und es besteht eine Chance von 5%, deinen Gegner zu verkrüppeln. Perception. Gibt es nichts. Endurance. Gibt es die Hydro-Camps. Camps verursachen 50% weniger Durst. Muss ich mitnehmen? Ist ja wichtig für mich. Charisma. Gibt es den Blutsauger. Blutpakete stellen deinen Durst, verstrahlen dich nicht mehr und heilen 50% mehr. Intelligence. Gibt es den Waffenschmied. Schusswaffen gehen 10% langsamer kaputt und du kannst Schusswaffen der Stufe 1 herstellen. Agility. Gibt es nichts Neues. Und bei Glück auch nicht. Nee, dann würde ich sagen, mache ich hier wieder den Nahkampfkrieger. So, auf Stufe 3. So, rein damit. Wunderbar. Ja, okay. Einfach um möglichst schnell hier auch die besseren Baupläne craften zu können. Okay. So, so langsam wird es ja auch schon hügeliger. Eine Brandbestie. Du willst mich ja wohl verarschen. Och nee. Oh, ist das ätzend.
Die kann ich jetzt überhaupt gar nicht gebrauchen. In der Hoffnung, dass sie mich in Ruhe lässt, natürlich. So, geht's da vorne weiter? Okay, da sind auch noch jede Menge Ghule. Oh Gott, das sind 2, 3, 6 Stück. Können das so viele sein? Ich glaube ja. Da vorne ist. Ach, wir sind hier bei White Springs. Sehr schön, okay. Ach ja, da geht's also hier genau Richtung White Springs. Das hier super. Sicherheitseinsatz läuft. Und wir sagen dich doch mal hier durch. So, töte ungebärdige wilde Golferghule in White Springs. Sammle und behalte die White Springs Ruhebänder. Oh Gott. Ist das alles eine Quest? Okay, die Ghule können wir ja mal im Vorbeigehen mitnehmen. Wenn ich schon mal hier bin. So. Gott. Oh, der Arme. So, Spielzeugauto, da ist nichts drin. Komm, hier mal Ghule klatschen. Das geht immer. Wilde Golfer-Ghule. Ich glaube, das sind die Jungs, die dann auch noch so ein Golfer-Outfit anhaben. Wenn ich mich recht erinnere. Driving Range. Das heißt, da könnte ich auch mal gucken, ob ich hier so einen Golfschläger bekomme. Ist ja auch eine Zweihandwaffe. Tatsache, Golfschläger, Golfschläger, Golfschläger. Hier eine Menge Bleistifte. So, das ist eine Fahne. Ein paar mehr. Old Possum, gesprungene Schale. Ist sie auch nicht. Okay. Ihr Golfer-Gule, kommt mal her. Lasst euch mal hier umhauen. So. White Spring Golf Club. Bist du ein Golfer, Ghoul? Nee, bist keiner. So, das ist die Sache, ob die auch irgendwo. Golfschläger, Golfschläger. So, einfach mal mitnehmen. Einfach zum Zerlegen. Bis Stufe 42. Echt jetzt? 62 sogar. Boah, nee, das ist mir, glaube ich, ein Ticken zu. Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Nee, das ist mir zu viel, das ist mir zu viel. Jungs, vergesst es. Ich bin weg. Also 62 ist ja mal hier definitiv eine Nummer zu groß für mich. Oh Gott, 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 oh Gott. Nein, 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 das muss jetzt doch nicht wirklich so sein. So, weg hier. Gönnt mich mal. Ja, geil, hier ist so voll die große Klappe. Schwanz einziehen. Heilige Fresse. Das aber 62, ganz im Ernst, das ist mir echt eine Nummer zu heftig. Ah, ja, ja, nee, das ist zu viel. Das ist zu much. Nein, ich will nicht. Keine Lust. Nein, nein, nein. Jungs, helft mir mal. Aua, 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 aua.
geht's irgendwo rein, geht's irgendwo rein, geht's irgendwo rein, mal zu dem Resort. Bitte, 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 bitte. Jawohl. Ich glaube, ich sollte hier auch echt nicht sein. Okay. Kommen die rein? Kommen nicht rein. Sehr schön. Okay. Dann kann ich hier schon mal irgendwie meinen ganzen Kram wenigstens in eine Truhe kloppen. Die Sicherheit der so. Gäste hat für uns oberste Priorität. Oh Gott, wenn ich jetzt überhaupt den Weg nach unten finde, zum Lagerplatz. Bitte ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen. Weil ganz ehrlich, hier in diesem Teil war ich noch nicht wirklich. Das ist ja furchtbar. Dieser Boden, wer denkt sich denn bitte schon diesen Boden aus? Das ist ja grausam. Nehmen Sie bitte Platz. Das ist echt grausam. Okay, warte mal. Aufzugstür. Wo bringst du mich hin? Dritter Stock. Da bin ich. Erdgeschoss. Ich wusste ja gar nicht, dass das Ding so derbe mehrstöckig ist. Okay, warte mal, hier ist schon besser, hier ist schon viel, viel besser. So, nun die Frage, wo lang genau hier lang? Richtig, jetzt weiß ich es. Okay, und dann würde ich sagen, jetzt erstmal hier in die Verwertung. So, Waffenwerkbank, da bist du, okay. Dann Golfschläger für Stufe 45, natürlich. Okay, Golfschläger mit Stachel. Schwerer Schläger, okay. Mehr haben die nicht? Echt nicht? Okay. So, gut, dann würde ich sagen, gehe ich hier in die Truhe und lage erstmal den ganzen Schrott rein. So, und natürlich auch hier Powerhelm, der rechte Arm. So, einfach, dass ich einen Ticken weniger hier an Zeug zu mitschleppen habe. Und ich würde sagen, meine Powerrüstung, liebe Powerrüstung. Du gehst auch mal mit da rein. Wobei eigentlich braucht das Ding ja noch 10 Gewicht. Das geht ja. So, und weiter geht's zu Fuß. So, und die ganze Gule. Das. Guten Abend. Das lasse ich mal. Das macht ja keinen Sinn. So, okay. Kann ich Ihnen behilflich sein? Dann Nordeingang. Gut. Okay. So, dann heißt es echt wieder hier auf die Straße zu kommen. Aber den Bahnhof vorher noch mitnehmen. So, jetzt mal gucken. Ich glaube, hier in dieser Ecke dürften auch die ein oder anderen Ghule rumlungern. Deswegen schnell durch. Alle Stufe 42 oder so in dem Bereich, ne? Hier im Holzbein. Wow, das ist immer ätzend. Nee, ganz im Ernst. Aber. Nee. Also, in die Enge getrieben geht nicht. So, dann hier im White Spring Spawn. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Warum wollte ich denn doch mal hierher? Ey, das ist ja furchtbar. So, ich bin aber mutiert. So, was habe ich denn hier? Eierkopf.
6 Int, minus 3 Ausdauer, 3 Stärke. Nehme ich mal nicht mit. Mit den Blumen gibt es in letzter Zeit einige Probleme. Die Strahlung fordert ihren Tribut bei ihnen. Stimpack und noch was trinken. Natürlich was essen. So. Wunderbar. Das sieht doch schon viel besser aus. Und jetzt irgendwie gucken, dass ich hier wieder zurück auf den Highway komme. Das White Spring steht unter unserem Schutz. So, aber Bahnhof ist schon mal nicht schlecht. So. Station White Spring. So, jetzt heißt es genau von dort aus einfach der Straße hier folgen. Und dann bin ich auch schon da, mein lieber Scholli. Top of the World Radiosignal schon mal bekommen. Und das heißt, ich bin auf dem richtigen Weg. Stelle das Top of the World Funksignal ein. Ich muss jetzt auch. Oh, Alter, okay, das ist auch so eine Sache. So die Sache, wo kommt das her? Was kommt hier her als Hauptquest? Allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. So, mal gucken, was hier ist. Ein Supermutantenkämpfer. Den kann man hier umhauen. Mensch, was ist das? Wir spielen. Jetzt die fucking Maus her, leck mich doch. Mein Kind, ihr Lappen. So. Das ist ja mega ätzend. Ich muss mir unbedingt das Rut Away noch wohin legen. Ich brauche nicht mehr viel vor. So, und jetzt die letzte Maulwurfsratte noch umhauen. Okay. Tomare Abfall. So, wo waren jetzt hier die ganzen Mutanten? So, da ist jemand. Du. Dann nehme ich deine Planke noch mit. Und da war der Chef. Okay. Boah, habe ich das jetzt erkundet? Ja, habe ich. Irgendwo piepst ja noch einen Offizier rum. Den ich aber getrost liegen lasse. So, hier ist noch so ein Supermutanten-Camp. Boah, okay, also gleich da. Gleich geschafft. Ist gar nicht mehr so weit. So, Hundefutter in der Dose. Rubin-Krawatten-Mister vor sie. Okay, kenne ich auch noch nicht. So, schnell hier durch.
Neuer Zentralbetriebshof in Appalachia. Den kann man auch mal mitnehmen. Vorne ist ein Augenbot und ein Stufe 30 Wachbot. Boah, Kinners. Ich meine, okay, es wird nicht leicht, aber so ein Wachbot hätte ich jetzt ungern am Backen. Mal gucken, ob ich mich irgendwie an dem außenrum vorbeischleichen kann. Denn dem möchte ich aufgrund meines Levels ungern begegnen. So. Ich glaube, es ist generell eine Region, wo ich von meinem Level her nicht sein sollte. Vorne kommt der nächste Bahnhof, das ist schon mal gut. Und das bedeutet, ich bin gleich da. Sehr schön. Jawohl, da vorne ist es. Und dann hat die Reise auch schon ein Ende. War hinter diesem Mutantenlager. Genau, das südliche Cutthroat-Lager. Okay, Leuchtner gucken, aber ich glaube, die lasse ich auch mal in Ruhe. Soll jetzt irgendwie hier hochkommen. Außenrum. Das dürfte funktionieren. Jawohl, das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Okay, wunderbar. Die liebe Rose hat ihre Quest jetzt auch gestartet. Doch, meine Aufgabe ist es jetzt erstmal, ja, hier herauszufinden, was mit der lieben
Madigan geworden ist. Und was genau die von mir möchte, was genau hier jetzt passiert, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin macht's gut und ciao, ciao.